Wer in Wiltingen an der Saar auf den Bahnsteig kommt, stößt zunächst auf ein verschlossenes Tor. Es öffnet sich erst automatisch, wenn der Zug eingefahren ist und steht. Dann dürfen die Passagiere durch das Tor und einsteigen. Der Grund dafür ist, dass die Passagiere ein Gleis überqueren müssen, wenn sie in Richtung Trier fahren möchten. Doch Ende Oktober soll das Tor Geschichte sein. Bis dahin wird der bestehende Bahnsteig saniert. Zudem wird ein neuer Bahnsteig gebaut. Das kostet insgesamt 2,1 Millionen Euro. Wenn das Bauprojekt fertig ist, muss niemand mehr über die Gleise laufen, wenn er ab Wiltingen mit dem Zug fahren möchte.